Hallihallo, Grinders Gaming hier mit der nächsten Aufnahmesession Coral Island. Wie schon seit ein paar Aufnahmesessions, ich nehme ein bisschen was auf und schnippel kurze 10 Minuten Videos draus, also nicht wundern. Hier heißt es jetzt Aufnahmesession und dann ist das Video aber nach 10 Minuten rum. Das ist aber halt nur so, weil ich kleinere Videos draus schnibbel. Ist trotzdem die gleiche Session, in der ich aufnehme. Unser Ziel war schon letztes Mal und ist immer noch den Rucksack. Das letzte Rucksack-Upgrade, wie man sehen kann, die unterste Reihe hier. Wir brauchen dazu noch irgendwas mit 262 Gold in etwa. 12.000 war, glaube ich, der Rucksack. Das dürfen wir heute Nacht locker hinkriegen. Nase juckt auch schon wieder. Passt, passt, passt. Hallo, Grindcore-Knabe. Ich sage, ein Haus ist kein Heim, bis du darin kochen kannst. Jörg und ich können dein Haus aufwerten und eine schöne Küche einbauen. Schau bei uns vorbei, wenn du bereit für eine Aufwertung bist. Gib auf dich acht, Dinda und Joko. Ja, vielen Dank, Leute. Werde ich machen, aber meine Kohle brauche ich erstmal für was anderes. Deswegen warten wir damit noch, ne? Gar kein Problem. Wir müssen uns hier nicht rumhuddeln und hetzen. Der Schrott gehört nicht hier rein. Der Schrott gehört... wo habe ich den? Hier habe ich den. Ich weiß nicht mal genau, für was ich den sammle, aber für irgendwas habe ich angefangen, den zu sammeln. Jetzt gucken wir mal. Wir müssen noch Müll in die Recyclingmaschine schmeißen. Ich glaube, das war für ein Silo oder irgendwas, glaube ich, weil ich da Schrott dafür brauche, um das zu bauen. Ja, wir schmeißen jetzt hier einfach nochmal 20 rein. Oder halt nicht ganz 20, weil ich nicht so viel mitgenommen habe. Läuft. Hier. 7, 8. Ne, 7 waren es, glaube ich, die ich brauche, ne? Ich bin schon wieder verwirrt. Passt. Nein. Halla die Waldfee. Ich hoffe, jetzt passt's, Mensch. Heiligsblechle. Ja, passt immer noch nicht, aber ist jetzt auch egal. Wir lassen's. Der Honig produziert... Ach. Ja, da stand gerade nichts mehr. Ich war ein bisschen verwirrt. So, wir werden wieder Saft verkaufen, auf jeden Fall. Und die Rambutan werden wir hier zu Saft machen dann. Wir nehmen jetzt Peperoni und Mais und schmeißen die in die Fässer. Ich habe so Bock drauf, so mache ich in Stardew Valley auch am liebsten. Einfach Saft und Zeug in den Fässern herstellen und in den Einmachgefäßen. So, heute müssen wir zum Glück auch nicht gießen. Es gießt auch so schon vom Himmel. Ist doch schön. So lässt sich leben. Dann müssen wir gucken, was wir heute überhaupt noch reißen. Außer Rucksack-Upgrade. Also Rucksack-Upgrade können wir wahrscheinlich erst morgen holen. Ich brauche ja die Kohle. Wir heute vielleicht noch ein bisschen angeln oder so. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wir werden gucken. Wir müssen aber erstmal noch zu den Tieren, bevor ich das noch vergesse. Mensch, wir haben ja Hühner am anderen Ende der Farm versteckt. Damit sie nicht gleich jeder sieht, wegen Geflügelpest und so, ne? Mhm. Nein, war ein Spaß. Gibt es zum Glück hier nicht. Das wär's noch, Mensch. Holla. So, wir müssen auch noch Korallenstellen heilen, aber dazu brauche ich irgendwas für die Schildkröte. Ich habe es aber schon wieder vergessen, was es war. Das werden wir aber auch wieder irgendwie rausfinden können, schätze ich mal. So, lass mal gucken. Ich glaube, ich verkaufe einfach mal alles. Außer die Heidelbeeren, die behalten wir für Saft. Da haben wir einen guten Batzen jetzt. Dann kommt das Holz hier noch irgendwo in eine Kiste. Hier ist Holz. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Marienkäfer, Laufkäfer müssen wir noch ins Museum bringen. Das machen wir heute noch. Aber jetzt gehen wir noch schnell zu den Tieren. Beziehungsweise zu den Hühnern. Die sind, glaube ich, seit letzter Folge oder so, also letzte Folge der letzten Aufnahmesession, sind die auch ausgewachsen jetzt. Das sind jetzt vollständige Hühner. Ist schön, auf jeden Fall. Die legen auch Eier jetzt, ne? Ihr. Ich wollte nicht rausgehen. Ich wollte die Eier aufheben. Mensch. So, gib mal her. Streicheln. Streicheln. Nochmal streicheln. Und... das vierte Mal streicheln. Schön. Jetzt gibt es hier noch ein bisschen Futter. Ich muss gerade mal gucken, wie viel ich noch habe. Sonst müssen wir mal wieder irgendwo ein bisschen... 163. Okay, da kommen wir noch ein Stück weit damit. Ja. Das reicht auf jeden Fall noch ein Stück weit. Schön. Die Eier verkaufen wir auch. Wir wollen ja Kohle machen. Und wie schon mehrfach erwähnt, das Let's Play von Coral Island läuft nur das erste Jahr über. Dann widmen wir uns mal anderen Projekten wieder, damit wir ein bisschen was anderes noch auf dem Kanal kriegen. Denn Stardew Valley läuft schon
seit knappen 300 Folgen, deswegen will ich da nebenher ein bisschen was anderes noch machen. Nicht, dass ich jetzt bei Coral Island auch irgendwann noch 300 Folgen raushau, das wäre, da komme ich zu nichts mehr. Da kommt ja nur noch das Gleiche. Und es ist ja in der Early Access, es ist nicht ganz so umfangreich bis jetzt, aber das habe ich auch schon oft genug erwähnt. Gut, schauen wir mal, wie es ausschaut. Der Marienkäfer und den Laufkäfer geben wir ab. Ja, noch drei Dinge fürs nächste Geschenk. Moin Meister, wir sind wieder weg. Schauen wir mal. Lasst mich schon mal gucken. Wir könnten probieren, irgendwo vielleicht Viehzeug zu finden fürs Museum. Nochmal kurz im Laden vorbeigehen, ob wir da vielleicht noch irgendwas finden, was wir reinvestieren können als Saatgut. Ich habe einiges... Ach, der hat mittwochs geschlossen. Och, Mensch. Stehst du da ernst? Ja, dann werden wir halt ein bisschen rumdümpeln und gucken, ob wir irgendwo Käferzeugs finden oder so. Ist jetzt doof, dass der zu hat. Aber ja. Er soll sich seinen freien Tag nehmen. Ne? Jeder hat mal einen freien Tag verdient. Definitiv, auf jeden Fall. Ach, da ist eine Fliege weggeflogen. Schön. Wo geht's denn hier hin? War ich hier schon mal? Ich bin verwirrt. Ach, da komme ich gar nicht rüber. Ja. Werkzeug ist nicht gut genug. Dankeschön. Weiß ich schon. Dann gehen wir halt hier runter. An den Strand. Schauen, ob wir hier irgendwas kaputt kloppen können. Ja. Und ein bisschen was looten geht natürlich immer. So. Was haben wir hier noch? Müll. Sieht wie Müll aus. Aber hier geht es auch nicht weiter. Ja, dann... Aber hier geht es weiter. Oder auch nicht, oder doch? Ah ja. Guck mal einer an. Hier geht es auch wieder nicht weiter. Aber hier noch ein Stück. Und jetzt ist Ende. Euch kann ich nicht fangen, oder? Nee. Oh! Da war eine Motte. Die hätte ich fangen können, Mensch. Oh. Ärgerlich. Naja. Passiert. Flammen-Jakobsmuschel. Muss ich nicht abgeben. Dann werden wir sie verkaufen. Wir machen alles zu Geld. Ups. Wir machen aus allem Kohle. Ich sag's euch. Da haben wir noch eine Käschleckfunde. Können wir wieder abgeben. Muschelschale müssen wir auch nicht. Kann man essen? Ih, nur die Muschelschale essen. Das ist sicher lecker. Das schmeckt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Definitiv schmeckt das. Auf jeden Fall nach Muschelschale. Hätte ich mal gesagt. Soldatenkäfer. Den hätten wir. Schön. Der ist neu wahrscheinlich. Sonst hätte es mir das jetzt nicht angezeigt. Der ist gespendet? Hä? Ah, der wurde mir doch gerade eine Beschreibung angezeigt. Das macht es doch eigentlich nur, wenn er neu ist. Oder nicht? Ich bin verwirrt. Offiziell. Also wie immer. Da ist noch einer. Ich hab dich. Ha. Sehr schön. Nein. Blöde Motte. Die blöde Motte, ey. Schade. Ist die zweite, die flüchtet, Mensch. Naja. Wir haben zwei Soldatenkäfer. Vielleicht gleich noch eine Raupe. Ja, haben wir. Roter Admiral. Ich glaube, die ist neu. Ich weiß nicht. Wir gehen einfach nochmal ins Museum. Dann werden wir es sehen. Den Hibiskus nehmen wir mit. Da machen wir Honig draus. Ja, da haben wir schon wieder gut was gelootet heute. Auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Wir müssen nur überlegen, was wir die nächsten paar Tage über dann machen. Wenn wir den Rucksack haben, könnten wir vielleicht nochmal in die Mine hüpfen. Weil dann haben wir mehr Platz für das Zeug in der Mine. Das könnten wir machen. Und ich schätze mal, dass ich den morgen locker kaufen kann. Die Kohle haben wir safe zusammen. Ja krass, ich muss die echt nicht abgeben. Alles schon abgegeben, Mensch. Ja, dann gehen wir zurück, ne? Watscheln wir mal zurück. Und dann schauen wir mal. Ich habe gerade eine wichtige Nachricht bekommen. Ich muss ganz kurz antworten. So, sorry Leute. Business. Ne, Business. Gut. Jakobsmuschel, das wird alles verkauft. Die Käfer auch. Die Coral-Kokosnüsse werden verkauft. Hier haben wir nichts. Aber...
Brunnenkelle. Achso, das ist für Honig. Sorry, falsche Kiste. Achso, ja, den behalten wir. Der ist für einen Schmied zum Öffnen. Die Steinchens habe ich doch gesucht. Wo sind denn die hingewandert? Hier unten in die Ecke. Da finde ich sie natürlich selber nicht. Ist schön. So, Hibiskus. Die Brunnenkresse muss ich auch verkaufen. Da kann ich nichts draus machen.